Duisburg ist der größte Stahlstandort Europas. Und das soll auch zukünftig so bleiben. Aber die Herausforderungen, vor denen die Branche steht, sind groß. Besonders vor dem Hintergrund des voranschreitenden Klimawandels braucht es neue Wege, um Stahl künftig klimaneutral produzieren zu können. Bei ThyssenKrupp Steel will man diesen neuen Weg beschreiten, und zwar in Form einer Direktreduktionsanlage. Mit ihr soll Stahl mit grünem Wasserstoff und ohne Ausstoß von Emissionen produziert werden. Es ist ein riesiges Projekt, von dem sich auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei einem Besuch bei ThyssenKrupp Steel ein Bild macht. Es gehe nun darum, schnell zu handeln, denn die Zeit drängt. Ich glaube, wir müssen davon ausgehen, dass im Augenblick überall auf der Welt Wege gesucht werden in eine neue Zukunft der Stahlerzeugung. In Schweden geht man diesen Weg, in Deutschland geht man ihn. Wir dürfen nicht vernachlässigen, auch in Indien und China sind Konzepte auf den Tischen der Stahlerzeuger, wie man zukünftig unter CO2-Vermeidung Stahl erzeugt. Wir sind bei der Umstellung im Wettbewerb mit anderen. Wir werden auch, was die Preisgestaltung angeht, im Wettbewerb mit anderen sein. Und das wissen die Beteiligten auf den Die Beteiligten in der Politik auf Bundes- und Länderebene auch. Deshalb bestehen Gespräche oder laufen Gespräche über die öffentliche Förderung dieser Umstellung bei der Stahlerzeugung und deshalb auch angekündigt für diese Woche erste Konzepte für einen Industriestrompreis. Was den Industriestrompreis angeht, ist aber längst noch nicht alles geklärt. Versprechungen will Bundeskanzler Scholz laut Medienberichten aktuell nicht machen. Trotzdem, die Transformation der Stahlindustrie muss kommen. Da ist sich auch NRWs Ministerpräsident Hendrik Wüst sicher. Und er sieht das Industrieland Nordrhein-Westfalen dafür auch gut gerüstet. Transformation hin zur klimaneutralen Industrie. Eine Riesenaufgabe, aber wir haben alles, was es dazu braucht. Wir haben die tüchtigen Leute, gerade hier bei ThyssenKrupp, viele Leute, die wissen, wie man es macht. Wir haben die Innovation, wir haben die Wissenschaft, wir haben all die Prozesse. Wir haben auch die Unternehmen, die das umsetzen können. Wir haben auch die Maschinen- und Anlagenbauer, die neue Anlagen bauen können, auch hier. Nordrhein-Westfalen gibt 700 Millionen Euro für diese große Innovation, mit Wasserstoff Stahl zu kochen. Neben der Energie braucht es dann natürlich auch den nötigen Wasserstoff. Der soll unter anderem von Air Liquide aus Oberhausen zum Werk nach Duisburg gelangen. Gemeinsam will man im Ruhrgebiet eine Vorreiterrolle in der Produktion grünen Stahls einnehmen. Eine Haltung, die aus Sicht des Bundespräsidenten Tradition hat in der Region. Hier im Ruhrgebiet war man immer beteiligt daran, wenn Zukunft gemacht werden muss. Unternehmen mussten sich hier umstellen, Beschäftigte mussten sich umstellen. Deshalb besteht hier ganz viel Erfahrung in der Transformationsarbeit, aber auch für das Ruhrgebiet selbst. Es ist wichtig, nicht Angst vor Veränderung zu haben, sondern diese Veränderung, die vor uns liegt und die weltweit stattfindet, mitzugestalten. Im Augenblick, wenn wir vorne dran sind, dann können wir hier Leittechnologien entwickeln, die in der Welt nachgemacht werden, mit denen wir auch neue Produkte, neue Technologien von hier aus, von Deutschland aus, auch aus dem Ruhrgebiet international auf die Märkte bringen. Mit der Direktreduktionsanlage und grünem Wasserstoff will ThyssenKrupp Steel das schon bald Realität werden lassen. Ab 2027 soll die Produktion des klimaneutralen Stahls beginnen. Die Erwartungen und Hoffnungen sind aber bereits jetzt riesig.